Ja. Also, sie setzt sich nochmal hin. Ja, sie dreht sich erst nochmal rum. Lächelt stolz in die Kamera. Ich hab grad mein Zeug aus dem Regal gestellt. Und jetzt setzt sie sich. Ich wiederhole nochmal, wie ein großes, flauschiges, süßes, elegantes Pummeluff. Es singt auch so. Ja, zum Einschlafen. Und malt die Leute dann an. Das mache ich auch. So, okay, das Ganze ist okay. Wir lernen jetzt nochmals, was Unterdruck bedeutet. Mhm. Sie steht wieder. Damit zumindest, wobei es auch aussieht, als würde sie fliegen, aber... Lass mich drüber stoppen. Ich mach mal, du tanzt weiter in dem Teil und hinten tritt hier einer drauf. Den würde ich wehtun. Ich hab deinen Rock drunter. Und schicke Socken. Oh ja. Ha. Da ist echt voll Platz drunter. Krass. Ich kann mal runterklettern, das macht meine Katze gerne. Wir sehen hier auch eine wunderschöne Zitierung. Da. Mhm. Genauso wie hier. Ich glaube, das Licht ist schlechter. Soll ich weiter rüber gehen? Du stehst auf meinem Tisch. Entschuldigung. Da. Wunderschöne Ärmelchen. Puff. Puff. Und? Und da kommt jetzt leider das Bett. Hat irgendwie auch was von Marie Antoinette. Mit der hatte die Ehe so eine Seite. Entschuldigung. Ich bin ungebildet. Man stellt sich das Gesicht jetzt noch mit Locken vor. Okay. Und jetzt? Warte. Nochmal? Kann ich nicht mehr aufstehen. Einen halben. Deswegen, ne? Ja. Wunderbar. Komm, was bleibt da? So erleuchtet das Zimmer. Hui, da freut sie sich. Du musst ständig deine Zunge rausstrecken. Ja, ich bin doch frech. Total. Okay. Von einem kleinen Jungen. Aha. Hast du ihn getreten? Nein, ich war mitten in der Bahn, ich durfte nicht. Ach so. Das kommt rein, auf jeden Fall. Gut, und jetzt? Meine reizende Assistentin. Ich habe übrigens keine Tipps mehr.